Ja, das war's dann, die Ausschreibung. Sie ist beendet, die für den S-Bahn-Betrieb auf dem Ring. Es sah ja anfangs so aus, als würden sich die Bewerber reißen um dieses Teilnetz. Bewerber aus aller Welt, doch nach und nach warfen sie das Handtuch. Seit heute um 12 Uhr mittags, da scheint festzustehen, dass der Wettbewerb diesen Namen eigentlich nicht verdient. Nein, der geneigte S-Bahn-Nutzer muss sich wohl nicht umgewöhnen. Das bekannte Logo am Kopf jedes Viertelzugs dürfte in den nächsten Jahrzehnten das gleiche bleiben. Außer der Bahntochter S-Bahn Berlin hat sich allem Anschein nach bis zum Ende der Bieterfrist heute Mittag kein anderes Unternehmen um den Betrieb der Ringbahn beworben. Schon in den vergangenen Monaten hatten die privaten Konkurrenten nacheinander abgesagt. MTR aus Hongkong, RATP aus Paris, zuletzt National Express aus England. Übrig bleibt also nur die Bahn, auch wenn der Senat das offiziell noch nicht bestätigen will. Da heißt es nur: Die Länder werden nun eingegangene Angebote prüfen, auswerten und über das weitere Vorgehen entscheiden. Spätestens bis zum Ablauf der Bindefrist Ende Oktober soll der Zuschlag erteilt werden. Dass die privaten Bieter endgültig ausgestiegen sind, bestätigt dagegen ihr eigener Interessensverband. Es ist auch völlig unlogisch zu erwarten, dass sich jetzt jemand noch bewerben würde. Nachdem National Express ausgestiegen ist, hat die Deutsche Bahn mit dem Aufgabenträger, also dem Land, weiterverhandelt, was denn ausgeschrieben werden soll. Alle anderen waren nicht dabei. Es macht für niemand Sinn, sich dann zu bewerben. Aus Sicht der Opposition kann der letzte verbliebene Bieter Bahn dem Land nun die Preise diktieren. Schuld daran sei der Senat, weil er die dringend benötigten neuen Viertelzüge nicht selbst beschaffen wollte. Ich erwarte vom Senat jetzt, dass er das Angebot der S-Bahn Berlin GmbH sehr sauber prüft, darauf, ob das wirtschaftlich vernünftig ist. Und wenn es das nicht ist, dann muss der Senat auch dann hier eine Konsequenz ziehen, will heißen, er muss prüfen, ob er diese Ausschreibung als gescheitert betrachtet. Wenn nur ein Bieter da ist, dann gibt es auch keinen Wettbewerb mehr. Und dann sitzt der andere Bieter am längeren Hebel. Dann werden die Verhandlungen darauf hinauslaufen, dass der die Konditionen diktiert. Wir haben das jetzt seit 5 Jahren gesagt. Das Sinnvollste wäre, abbrechen, das ganze Verfahren selbst beschaffen. Selbst in der Koalition wird eine Neuausschreibung nicht völlig ausgeschlossen. Wenn das überhaupt nicht funktioniert, mit diesem Bewerber zu sagen, dann lassen wir es eben, dann beginnen wir im schlimmsten Fall mit einem neuen Ausschreiberverfahren. Mit dieser Drohung kann man eine ganze Menge Politik machen. Die neuen Züge kommen ohnehin frühestens 2022. Bis dahin müssen die ganz alten Baureihen nochmals fit gemacht werden. Für 100 bis 160 Millionen Euro, die S-Bahn sich vom Senat bezahlen lassen will.